In dem heutigen Video geht es um diese Kamera, eine Highspeed-Kamera der Firma Microtron. Mit dieser Kamera kann man mehrere tausend Bilder pro Sekunde machen und damit scheinbar unsichtbare Sachen oder zu schnelle Sachen für das menschliche Auge sichtbar machen. In dem heutigen Video will ich auch zeigen, wie aufwendig eine Highspeed-Aufnahme ist, was es bedeutet, eine Aufnahme zu machen, wie viel Licht man benötigt, wie viel Speicherplatz. Und um das zu zeigen, machen wir einfach mal eine Beispielaufnahme. Für eine Highspeed-Aufnahme braucht man sehr viel Licht. Hat man das Glück und die Sonne scheint, geht es bis zu einer bestimmten Grenze auch ohne künstliches Licht. Um den Unterschied von einer normalen Kamera zu einer Highspeed-Kamera zu zeigen, stelle ich beide parallel auf und lasse beide das gleiche filmen. Die Highspeed-Kamera wird mit einem Netzwerkkabel mit dem PC oder Laptop verbunden und kann über Software gesteuert werden. Je nachdem, wie man den Bildausschnitt wählt, also welche Auflösung, sind unterschiedliche Frameraten möglich. Für den ersten Versuch lasse ich einen mit Wasser gefüllten Ballon auf den Boden fallen. Mit 50 Bildern pro Sekunde, ja, sieht man nicht so viel. So wie man es eben kennt. Wenn der Ballon nicht platzt, hüpft er weg. Aber mit 800 Bildern pro Sekunde sieht das Ganze so aus. Bei Kontakt mit dem Boden sieht man, wie die Schwingungen durch den Ballon nach oben wandern und wie ein Teil sich immer noch nach unten bewegt, während andere Stellen schon wieder auf dem Weg nach oben sind. Aber was bedeutet 800 Bilder pro Sekunde genau? Das heißt, wenn ich das Video anschließend mit 25 Bildern pro Sekunde wiedergebe, entsteht eine 32-fache Zeitlupe. Eine Sekunde in Realität entsprechen also 32 Sekunden Film. Und da ich hier eine Auflösung von 1700 x 1000 Pixel eingestellt habe, kommen nach 6 Sekunden Film insgesamt 13 GB an Material zusammen. Und jetzt ändern wir die Auflösung ein wenig. Wir verkleinern den Bildausschnitt ein wenig und können dann insgesamt mit 3000 Bildern pro Sekunde filmen. Ein fallender Wasserballon sieht dann sehr spektakulär aus. Und eine kleine Wasserbombe, die dann auch noch platzt, sieht wie folgt aus. Man sieht, wie kleine Wassertropfen wegkatapultiert werden. Mit bloßem Auge erkennt man davon einfach gar nichts. Und jetzt ändern wir nochmal das Motiv. Ich werfe Henry etwas zu und hoffe, er fängt es auf. Mit 800 Bildern pro Sekunde sieht man sehr genau, wie er das Objekt fokussiert und gleichzeitig in die Höhe springt. Und es dann halt nicht fängt. Das üben wir nochmal. Und jetzt seid ihr gefragt. Was kann ich mit dieser Kamera alles filmen? Habt ihr gute Ideen oder Vorschläge? Dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar hier unter dem Video oder auf meiner Facebook-Seite. Und vielleicht werde ich eure Idee umsetzen und euch dann bei dem Video erwähnen.